euer Gläubigen. Wir sind von diesem Jahr auch zum Ende von Ramadan-Monat hier angekommen. Ramadan Sharif, heiliger Monat, Sultan der Monate, elf Monate hat uns wieder verlassen. Alles, was kommt, muss auch wieder gehen. Aber wie soll er gehen? Das ist die Frage. Gesegnet kommt man, gesegnet sollte man auch gegangen sein. Ramadan, der heilige Monat, ist gesegnet gekommen und sollte auch gesegnet, wir hoffen, gegangen sein. Uns gesegnet, dass wir gesegnet sind. Ramadan ist gesegnet. Jeder Gast ist ein Gesegneter. Wenn ein Gast kommt, es klopft an der Tür und es ist jemand an der Tür. Wer bist du? Ich bin Gast, ein Gottesgast. Mach auf. Jeder Gast kommt mit seiner Versorgung mit. Sogar 40 Tage bevor dieser Gast gekommen ist, sind Engel da, kommen dich Engel besuchen, sagte unser Großsheikh. 40 Tage vor jedem Besuch kommen die Engel in dein Haus und gehen durch dein Haus und verteilen wie diese Mainzel-Menschen hier, holen aus ihrer Sackta Segen raus und verteilen überall Segen. Das ist der Segen des Gastes, was die, der dich besuchen wird. Nach 40 Tagen oder in 40 Tagen. Und du hast nicht mal eine Ahnung von diesem Gast. Wenn jemand kommt, hat ihn ganz bestimmt Allah geschickt. Deshalb, ihr müsst euer Tafel öffnen, offen halten, eure Tür offen halten, die kommende Gäste und euer Herz offen halten, breit und keine Angst haben, dass dieser Gast dir was wegnimmt, weg ist. Dafür wird schon der Herr sorgen, wer die Menschen in die Welt gesetzt hat, gesandt hat. Keine Angst, er sorgt schon für seine Versorgung. Er ist der wahrhaftige, wahre Hausherr, Gastgeber. Diese Welt gehört nicht uns, weil wir haben sie nicht erschaffen. Auch alles Gunst dieser Welt gehört nicht uns. Wir haben sie nicht erschaffen. Und Ramadan kommt auch ohne Zweifel mit Segen. Und wenn wir unsere Tür aufgemacht haben und ihn willkommen geheißen haben, dann wird er auch seinen Segen gebracht haben. Inshallah, Ramadan Sharif kam mit Segen, mögen wir aber diese Segen bekommen haben. Amen. Mögen wir gesegnet worden sein. Das ist sehr wichtig. Dass Ramadan wieder uns verlassen hat, es ist traurig, aber jeder Monat, wenn wir begegnen mit Ramadan Sharif, dann bekommen wir, das ist unsere Hoffnung, den gleichen Segen, inshallah. Weil jeder Monat ist Gottes Monat. Er hat die Monate erschaffen, er hat die Zeit erschaffen. Für uns. Und wenn wir, genauso wie wir in Ramadan uns bewegt haben, hoffentlich anständig, in den anderen Monaten auch uns bemühen, nicht nur mit dem Magen zu fasten, sondern mit den Augen zu fasten, mit der Zunge zu fasten, mit den Ohren zu fasten. Das wird dann das ganze Jahr, wird dann zu Ramadan-Jahr werden. Inshallah. Möge Allah uns segnen und mehr Licht in unser Herzen geben.